Heute, was geht ab, Leute? Hier. Heute wieder ein Artikel, den ich interessant fand, zumindest die Überschrift, weil gelesen habe ich es noch nicht. Von den Kollegen von Go Games. Da habe ich ja schon öfters auf einen Artikel von denen reagiert. Diesmal, wenn Pokémon Go zur Sucht wird. Passend vielleicht zu dem Video von gestern oder vorgestern. Ich glaube vorgestern, wo ich in Regensburg war. Da ging es ja auch so um Motivation und dies, das. Der Kollege, mit dem ich getauscht hatte, der war früher, also was heißt früher? November. So krass und passen vielleicht dazu, so süchtig. Und dann hat er einfach aus dem Nichts aufgehört. Die Tendenz, dass ein Event das nächste Jahr und immer mehr exklusive Attacken in Events veröffentlicht werden, belastet immer mehr Spieler. Schreibt gerne unten in die Kommentare, ob euch das auch belastet. Meine Meinung dazu, wie immer, macht so viel, wie ihr könnt, macht so viel, wie ihr wollt. Alles kommt nochmal wieder, also ich habe dieses Gefühl schon lange nicht mehr. Schon sehr, sehr lange nicht mehr. Suchtverhalten der Spieler. Dass Spiele süchtig machen können, ist kein großes Geheimnis mehr. Insbesondere Glücksspiel hat ein hohes Suchtpotenzial. Aber auch Spiele, die viel mit FMO, FOMO, Fear of Missing Out, Deutsch Angst davor, etwas zu verpassen, wie gesagt, habe ich nicht mehr, arbeiten, bergen große Risiken bei suchtgefährdeten Menschen. Pokémon Go kombiniert getarnt als spielerische Fitness-App, die zum Bewegen animieren soll, gleich beide Aspekte in gewisser Weise. Fühle ich, ja. Bin gespannt, ob er das meint, was ich meine, aber fühle ich. Dies betrifft zwar nicht alle Spieler, doch ein Großteil der Spieler sieht sich selbst als Sammler. Korrekt. Ich betrachte mich selber als Sammler und möchte somit möglichst alle Pokémon in allen Varianten besitzen. Ich zum Glück nicht. Ich sammle keinen Hut, ich sammle keine männlich-weiblich, ich sammle nicht Living Decks, ich sammle ein perfektes, gemaxtes. Man möchte also auf keinen Fall ein zeitlich begrenztes Pokémon wie ein Pikachu mit Partyhut oder eine exklusive Seeder-Attacke verpassen. Gibt es bestimmt Leute, die das sammeln und nicht verpassen wollen, korrekt. Kombiniert man diese Angst davor, etwas Exklusives zu verpassen, wie gesagt, Niantic hat es schon so oft bewiesen, die wiederholen alles. Es gibt nichts, was exklusiv ist. Nichts. Ich wiederhole. Nichts. Mit einem Aspekt aus dem Bereich des Glücksspiels, nämlich dem Zufall, hat man gleich zwei Suchtpotenziale bedient, die den Spieler zum Spielen zwingen. Zwingen. In Pokémon Go zeigt sich dieser Zufallsfaktor bei Shinies und beim IV. Also nicht bei den IV. Events im März bringen das fast zum Überlaufen. Meine Meinung zum März und jetzt auch Februar. Ich find's geil. Je mehr, desto besser. Weil ich brauche die Motivation. Ich nehme mit, was ich gerne mitnehme. Den Rest, der juckt mich halt nicht. Wen juckt's? Es kommen viele neue Sachen, aber wenn dich nicht alles davon juckt, juckt's ja nicht. Ist ja nicht so, okay, klar, wenn dich alles juckt, dann ist es vielleicht überwältigend, aber ich glaube, den wenigsten juckt alles davon. Neuer Raid Boss im März. Ja, aber es kommt immer ein neuer Raid Boss. C-Day. Ja, aber es kommt immer ein C-Day und es ist nur 3 Stunden. Und im Grunde genommen muss man nicht mal 3 Stunden zocken, weil ein Shiny reicht eigentlich. Jede Woche Raid-Stunde. Wie gesagt, wenn du eh nur deinen freien Pass machst oder so, reicht auch ein Raid am Tag, also ein Raid am Mittwoch oder so. Muss ja nicht jeder die Raid-Stunde voll, jede Stunde da die 10 Raids mitnehmen. Wunderbonus. Juckt keinen, nur mich, machen die wenigsten mit. Rampenlichtstunde. Juckt noch weniger Leute, macht keiner mit außer mir. Okay, jetzt kommt der springende Punkt. 4 exklusive Raid-Wochenenden. Ja, die sind echt exklusiv. Außer, dass sie halt irgendwann nochmal und nochmal und nochmal und nochmal kommen. Also auch wenn ihr dieses Wochenende keine Zeit habt, der kommt nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und man kann es eh tauschen. Story-Event, das ist nice, ja. Das ist echt exklusiv. Vermutlich neue Quests und neue Pandiformen. Wer jagt das schon? Wen juckt das? Viele neue Scheine und exklusive Attacken. Wen juckt das? Go Battle League. Wen juckt das? Spieler kritisieren Niantics Entscheidungen aus unterschiedlichsten Gründen. Doch die Hauptaussage, alle Beiträge auf Reddit bleibt identisch. Für viele Spieler, die der Sucht verfallen sind, ist diese Fülle an Events und FOMO nicht mehr tragbar. Ja, die sollten sich echt Hilfe suchen. Erste Pause seit 2016. Der Spieler Zumba Zurg berichtet auf Reddit, dass er seit dem Start von Pogo keinen einzigen Tag verpasst hat. Ich auch nicht. Jedes Event und jeden Stempel mitgenommen hat, das Spiel hatte stets erste Priorität, seine Frau und seine Kinder hat er vernachlässigt. Ja, das ist das Problem. Er schreibt, er habe nun einen Schlussstrich gezogen und die Notbremse gezogen. Er nimmt Urlaub vom Spiel und fühlt, wie eine Last von ihm fällt. Ja, das ist das Problem. Und das ist halt wirklich ein Problem. Wenn das halt echt zu einer Last wird, und das geht halt vielen so, man bemerkt es auch gar nicht.
Und ich war bestimmt auch so. Irgendwann ist man halt zu tief drin. Man muss halt Abstand echt gewinnen von diesem Spiel. Man muss das alles ausblenden hier und sich bewusst machen, hey, das ist nur ein fucking Spiel. Genauso wie, hat zwar nicht wirklich was mit dem Thema zu tun, aber auch dieser Hass gegen Spoofer, nicht, dass ich jetzt Spoofer verteidigen will, aber dass man etwas so ernst nimmt, dass man wirklich so viel Anti-Spoofer ist, zeigt ja auch, dass man sich zu sehr mit diesem Spiel befasst und zu sehr da drin steckt. Weil, erzähl das irgendeinem normalen Typen, den juckt das nicht. Den juckt das nicht, ob irgendjemand spooft. Weil er nicht so tief drin steckt. Weil er nicht besessen von diesem Spiel ist. Irgendwelche Leute, die das hobbymäßig spielen oder ab und zu mal reinschauen, oder normale Leute, die juckt das nicht, ob irgendjemand spooft. Nur die Leute, die fanatisch sind, die juckt es, ob irgendjemand spooft oder nicht. Auch wenn das jetzt nicht direkt was mit dem Thema zu tun hat. Aber dieses Fanatische ist halt so, dass er beklagt außerdem 4 Punkte, die oftmals unberücksichtigt bleiben. Eure Daten gehören nicht euch. Sofern Nancy sich dazu entschließt, von heute auf morgen das Spiel abzuschalten, sind eure Pokémon und alle eure Folge weg. Das ist aber eigentlich mit jedem Spiel so. Also online-mäßig zumindest. Irgendwann gehen die Server aus und dann war's das, dann ist weg. Nichts ist lokal auf eurem Handy gespeichert, sondern alles auf den Servern von Nancy. Das stimmt, ja. Es dort einen Fehler gibt und euer Account plötzlich verschwindet, was manchen Spielern bereits passiert ist, korrekt, ja, erhaltet ihr keine Entschädigung. Euer investiertes Geld und die Pokémon, alles ist weg und Niantic interessiert es nicht. Das ist schon heftig, gell? Das ist echt heftig. Niantic spielt mit eurer Sucht und eurer Angst. Oh, Alter, wie das klingt, man. Richtig dramatisch, man. Wie bereits oben beschrieben, geht es bei Pokémon Go um das Ausnutzen von Suchtpotenzial und FOMO. Mit einer gesunden Lebensweise, mit viel Bewegung, die von Niantic immer hochgehalten wird, hat das nichts zu tun. Nee, hat es auch nicht mehr. Tonnenweise Fehler im Spiel und mangelnde Transparenz. Pokémon Go ist bekanntlich ein Spiel voller Fehler. Man sollte Niantic daher nicht blind vertrauen und unüberlegt Geld investieren. Manche Fehler im Spiel brauchen ewig, um behoben zu werden, und die betroffenen Spieler erhalten oft gar keine Entschädigung oder eine nahezu lachhafte. Niantic weigert sich, die Wahrscheinlichkeiten auf Shinies, Eier und so weiter bekannt zu geben. Ja, weil dann müssen sie zugeben, dass sie die Wahrscheinlichkeit manipulieren und nicht jeder dieselbe Wahrscheinlichkeit hat. Und nein, das ist keine verrückte Verschwörungstheorie von mir. Wer das nicht glaubt, ist einfach nur naiv. Pokémon Go wurde als kostenloses Handyspiel entwickelt. Was? Zumbasuk? Wer ist Zumbasuk, Mann? Als hätte irgendwas zu melden. Kritisiert hier, dass das Spiel inzwischen nicht mehr aus Spaß gespielt wird, sondern vielmehr aus Angst heraus, aus Frust und aus Zwang. Ja, das ist das Problem. Wenn das deine Motivation ist, dann musst du aufhören mit dem Scheiß. Wenn du keinen Spaß mehr an dem Spiel hast, ey, wie kann man so weit gehen? Auch Spieler wie Origami Atugo kritisieren die Ausnutzung des Suchtpotenzials des Spiels. Man of Steel nennt Pokémon sogar ein soziologisches Experiment. Fazit, egal ob man sich selbst in dieser Situation wiederfindet oder ob man nicht zu der getroffenen Gruppe gehört, Pokémon Go sollte ein Spiel bleiben. Vage Worte. Welches man aus Spaß spielt und welches als Spiel auch nicht in den Vordergrund rücken sollte. Korrekt. Aus Erfahrung können wir sagen, dass alles im Spiel irgendwann wiederkehrt. Korrekt! Und fast alles getauscht werden kann. Korrekt. Zagt also nicht das Spiel. Was? Zagt also nicht das Spiel auch mal bei Seite zu legen. Okay, dieses Wort kenne ich nicht. Und etwas anderes zu tun. Gute abschließende Worte, muss ich sagen. Ja, was soll man sagen? Ist halt einfach nur ein Spiel. Und ich glaube echt, viele müssen da ein bisschen Abstand gewinnen zu dem Spiel. Ich muss sagen, ich habe auch in letzter Zeit mehr Abstand zu dem Spiel gefunden und mach auch nur noch das, was mir wirklich, wirklich gefällt und wo ich wirklich, wirklich, wirklich Lust drauf habe, wie zum Beispiel meine Shiny Luckys jagen. Videos seht ihr oder habt ihr schon gesehen, denn das habe ich heute auch hochgeladen. Doppel-Upload, gönnt euch. Das war's von mir, Leute. Eure Meinung zum ganzen Thema unten in den Kommentaren. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.